Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir darüber, wie man kostenreduzierend Implantate setzt und Implantatzahnersatz anfertigt. Bis gleich, bleibt dran! Ist immer eine 3D-Aufnahme, ein DVT notwendig und wird immer eine Bohrschablone benötigt? Herzlich willkommen zum heutigen Video mit dem Thema Kosten bei Implantaten, bei Implantatzahnersatz. Das ist ganz, ganz wichtig, weil oftmals kommt es vor, dass Patienten Zahnersatz möchten und sagen, ich möchte gerne festen Zahnersatz haben, und in diesem Falle geht es nur mit Implantaten. So, die Kosten erscheinen denen aber zu hoch. Und die Frage ist letztendlich, welche Leistungen man in der Implantologie weglassen kann und trotzdem zum selben oder ähnlichen Ergebnis gelangen kann. Wenn wir über Leistungen sprechen, ist natürlich immer auch ein Zeiteinsatz notwendig, um diese Leistung durchzuführen. Wenn wir jetzt 1, 2, 3 Leistungen weglassen, die dann insgesamt auch weniger Zeit kosten, dann kann natürlich auch der Patient dadurch Kosten einsparen. Man kann natürlich viel Diagnostik betreiben. Man kann vieles über eine 3D-Aufnahme, ein DVT, vieles über den Knochen erfahren, die man gegebenenfalls nicht über ein OPG, ein Orthopantomogramm, eine Panoramaaufnahme erfährt. Es ist nicht immer notwendig, eine 3D-Aufnahme zu haben. Es reicht in den meisten Fällen, in den einfacheren Fällen, ein OPG aus, um zum Ergebnis zu gelangen und auch implantieren zu können. Man kann natürlich viel planen und viel vorher sich anschauen und machen. Man kann auch eine Bohrschablone anfertigen. Man kann auch Abdrücke nehmen und Modelle anfertigen, um den Fall aus allen möglichen Blickrichtungen sehen zu können und auch entsprechend planen zu können. Handelt es sich um einen ästhetischen Fall, kann man natürlich auch dort vorplanen, um zum Beispiel im Oberkieferfrontzahnbereich, Unterkieferfrontzahnbereich entsprechend auch eine ästhetische Lösung dem Patienten anzubieten. Allerdings sprechen wir dann bei ästhetischen Lösungen nicht mehr über Kostenreduktion, denn sowas würde eher Kosten verursachen. Das muss sich der Patient klar sein, was er genau möchte, und das kann der Patient mit uns dann letztendlich auch besprechen, und wir können ihm eine Lösung anbieten und ihm auch erklären, in welchen Bereichen etwas möglich ist oder auch nicht möglich ist. Der Patient muss uns klipp und klar sagen, was ihm wichtig ist, und das muss natürlich alles vorab geklärt werden, bevor man einen Kostenvoranschlag anfertigt und auch weiß, was für Kosten auf einen selber zukommt. Möchte der Patient keine andere Möglichkeit außer das Implantat und ihm sind die Kosten zu hoch, gibt es natürlich Möglichkeiten, kostensenkend, kostenreduzierend zu arbeiten. Welche Leistungen können jetzt sozusagen je nach Fall weggelassen werden, weil diese vielleicht nicht essentiell wichtig sind? Es gibt Fälle, wo das sehr, sehr wichtig ist, dass man ein DVT macht, dass man gegebenenfalls auch eine Bohrschablone anfertigt, weil zum Beispiel die Zähne, die Nachbarzähne in der Lücke, wo das Implantat gesetzt wird, sehr eng sitzt, und das muss dann haargenau, sage ich mal, von der Bohrrichtung exakt geplant werden. Man kann bei vielen Fällen ein DVT weglassen. Man kann Abdrücke weglassen und gegebenenfalls auch bei bestimmten Fällen die Bohrschablone, die nicht unbedingt notwendig ist, wenn genügend Knochen vorhanden ist und die Bohrrichtung einfach zu bestimmen ist. Ist ein Knochenaufbau nicht notwendig oder man muss alternativ besprechen, möchte der Patient einen Knochenaufbau haben, reduziert das natürlich nicht die Kosten. Ist es aber auch möglich, ein Implantat zu setzen und Zahnersatz, Implantatzahnersatz anzufertigen, mit als Kompromiss ohne Knochenaufbau, muss natürlich auch darüber der Patient aufgeklärt werden, denn in diesem Bereich könnte er Kosten sparen.
Ist nun das Implantat gesetzt, stellt sich jetzt nun die Frage, ist das Implantat primär stabil? Nein, muss das Implantat geschlossen einheilen. Das heißt, wir machen das Zahnfleisch zu, wir sehen nichts mehr, wir drehen die Einheilschraube, eine Verschlussschraube aufs Implantat, damit das Weichgewebe nicht in die Gewindegänge hineinkommt, dort wo später dann die Prothetikschraube reinkommt. So, das machen wir zu und das hält einige Monate erstmal ab. Die Primärstabilität testen wir, können wir herausfinden über unser Gerät, was wir benutzen, um die Primärstabilität herauszufinden. Das heißt, wir messen den ISQ. Ich habe ein Video zu diesem Thema. Ich verlinke euch dieses Video hier oben. In diesem Falle wird natürlich das Zahnfleisch zugenäht und wir sehen das Implantat nicht. Haben wir allerdings ein Implantat, was primär stabil ist, können wir natürlich auch dieses Implantat offen einheilen lassen und machen direkt auf die eröffnete Stelle ein Gingiva-Former drauf, wobei wir dann in diesem Falle keine Freilegung benötigen. Das heißt, der Patient kann auch hier kostenreduzierend ein Implantat gesetzt bekommen, wo wir dann nachfolgend keine Freilegung mehr benötigen. Das heißt, wir ersparen uns die Sitzung der Freilegung, die Sitzung der Nachsorge, der Nahtentfernung. Dies können wir insgesamt ersparen, die Zeit, die wir einsetzen würden und auch die Kosten, die dabei entstehen würden. Das war es jetzt direkt zu dem Bereich der Implantologie. Kann man jetzt zusätzlich noch in Richtung Prothetik, wenn es in Richtung Prothetik geht, etwas an Kosten sparen? Ja, das ist möglich. Man kann Kosten insgesamt senken, wenn man zum Beispiel festsitzenden Zahnersatz auf ein Einzelzahnimplantat macht. Nehmen wir mal an, wir haben einen unteren oder oberen Molaren. Wir können ohne eine Abformung mit Abformpfosten das Abutment direkt, nachdem wir den Gingiva-Former herausgeschraubt haben, können wir das Abutment draufschrauben und dieses Abutment präparieren, das heißt den Kronenrand festlegen im Zahnfleischsaum und dort eine konventionelle Abformung für den Zahntechniker nehmen, so als ob wir einen normalen Zahn abformen würden. Das heißt, der Zahntechniker braucht nur die Krone herzustellen, denn wir haben das Abutment direkt auf das Implantat drauf geschraubt und befestigt und zugemacht, den Schraubeneingang, und alles andere bleibt sozusagen in unserer Hand, die Präparation. Genau das, was eigentlich auch der Zahntechniker im Labor machen würde, machen wir allerdings im Mund, die Präparation, und es wird sozusagen vom Zahntechniker nur eine Krone verlangt, so als ob es ein eigener Zahn wäre. Und somit kann man schon einige hundert Euro einsparen. Oder alternativ, man setzt das Abutment direkt bei der Implantation statt des Gingiva-Formers bei einer natürlichen guten Primärstabilität auf das Implantat. Man macht es fest, wie man es festmachen würde, als ob man die Krone direkt drauf machen würde. Anschließend, man lässt das einheilen, das Zahnfleisch, und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Implantat eingeheilt ist und man möchte die Krone anfertigen, kann man natürlich dieses Abutment preppen, so weit kürzen und verändern, wie man es haben möchte, und einen konventionellen Abdruck nehmen oder gegebenenfalls eine digitale Formung nehmen für den Zahntechniker. Man kann sagen, man behandelt ein zweiteiliges Implantat wie ein einteiliges Implantat, denn bei einteiligen Implantaten kann man ja auch das Abutment direkt im Mund präparieren. Mache ich das häufig, dass ich ein Abutment direkt bei der Implantation draufsetze oder dass ich das direkt im Mund präpariere, nachdem das eingeheilt ist mit einem Gingiva-Former, und setze das Abutment nach der Einheilung des Implantates direkt auf das Implantat drauf und lege selber die Prep-Grenze fest und präpariere das Abutment. Nein, das mache ich nicht häufig. Es kommt ab und zu mal vor, dass ich das durchführe. Ich als gelernter Zahntechniker
habe dann auch in dem Falle schon viel Freude, auch sowas ab und zu mal wieder mal zu machen. Ich brauche natürlich dann für die Präparation ein wenig mehr Zeit, als wenn ich ein Abformpfosten benutzen würde und das einfach aufs Implantat schrauben würde und eine Abformung nehme, die ich dann direkt zum Zahntechniker schicke. Ich brauche dann etwas mehr Zeit. Natürlich muss das dann auch bezahlt werden. Umso mehr Kosten reduzierend arbeiten wir dann aber dadurch, dass der Zahntechniker nicht das Abutment und die Krone anfertigt, was dann halt mehr Kosten verursacht, als wenn ich jetzt in diesem Falle das Abutment intraoral beschleife. Solche Kronen, die auf einem vorgefertigten Abutment von mir, vom Zahntechniker angefertigt werden, werden natürlich immer zementiert. Also eine Verschraubung ist dann in diesem Falle nicht möglich. Fazit ist, ob ein Fall kostenreduzierend, kostensenkend umgesetzt werden kann, muss immer besprochen werden. Wo gibt es irgendwelche Fallstricke, die beachtet werden müssen? Welche Leistungen können wir nicht weglassen, weil die wirklich notwendig sind, um ein Ergebnis mit einem Implantat zu bekommen? Hängt oftmals von der Anatomie ab, die vom Patienten vorgegeben ist. An sowas muss man natürlich immer individuell rangehen und das genau mit dem Patienten besprechen, um herauszufinden, was wichtig ist. Das war's zu diesem Video. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid oder auch beim Live. Wir haben immer ein Q&A, wo ihr Fragen stellen könnt. Das ist immer dienstags um 20.15 Uhr. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dazukommt und eure Fragen stellt. Ich werde versuchen, das zu beantworten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.